So Leute, hier in Brüssel braut sich gerade so richtig was zusammen. Ich habe gerade eben erfahren, dass der Fraktionsvorsitzende der Union, Manfred Weber, beantragt hat, die Abstimmung über die Urheberrechtsreform auf nächste Woche vorzuverlegen. Die Entscheidung darüber soll bei einer Sitzung der Fraktionsvorsitzenden am Donnerstag getroffen werden. Die Fraktionsvorsitzenden der Grünen EVA-Fraktion werden natürlich dagegen stimmen, aber es ist ganz wichtig, da jetzt aktiv zu werden und dafür zu sorgen, dass diese Idee abgelehnt wird. Ich finde es ehrlich gesagt ein Unding, mit welcher Verachtung die Union hier den öffentlichen Protesten entgegentritt. Es ist das eine, anderer Meinung zu sein und anders abzustimmen, aber hier mit Verfahrenstricks zu versuchen, den öffentlichen Protesten, die für den 23. März angekündigt sind, das Wasser abzugraben und schnell im Vorfeld diese Abstimmung durchzudrücken, ist wirklich ein undemokratisches Verhalten. Und ich finde, wir müssen da jetzt ganz laut werden, damit die Union mit so einem Vorschlag nicht durchkommt.